Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezial. Ich befinde mich hier live in Karlsruhe vor dem Jugendhaus und hinter uns spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ein entflohener Patient aus der psychiatrischen Abteilung des Städtischen Klinikums Karlsruhe hat hier eine Spielegruppe als Geisel genommen. Wir wissen nicht, wie viele Geiseln in seiner Gewalt sind, wir wissen bloß, dass darunter einige sehr begeisterte, leidenschaftliche Brettspieler sind. Der Chefvermittler Benny von den Suchtis ist bereits in Verhandlungen mit dem Geiselnehmer und so hoffen wir das Beste und auf eine baldige Beendigung des Geiseldramas. Und jetzt schalten wir einfach mal rein und schauen, wie die Lage aussieht und wie die Vermittlungen gerade laufen. Hallo? Aber jetzt mal ganz ruhig. Es bringt doch nichts, wenn einer von uns die Nerven verliert. Bewahren Sie einen kühlen Kopf. Nichts muss mal hier! Ja? Doch, schon! Na sehen Sie, genau, jetzt mal der Reihe nach, ganz langsam. Was sind Ihre Forderungen? Was ich will? Ich möchte 10 Millionen was? Kleine Scheine. Aha. Und ein Fluchtwagen. Nein, nicht Fluchtwagen. Ein Hubschrauber ist gut, ja. Jetzt erzählen Sie doch mal in aller Ruhe, wie sind Sie in diese missliche Lage gekommen, dass Sie jetzt ausgerechnet eine Spielegruppe als Geiseln genommen was? Haben? Das ist alles Hinhaltetaktik, verdammte Hallo? Scheiße! Verdammt, aufgelegt. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zum, Solo-Let's Play zu unserer Serie zu Der Unterhändler. Ihr habt ja schon im Einspieler gesehen, es ist verdammt hart, wenn man plötzlich mit einem Geiselnehmer verhandeln muss. Und der macht es einem nicht leicht. Heute startet unsere Solo-Let's Play-Reihe und es geht los mit Viktor Hades. Der macht uns das Leben schon mal gar nicht so leicht. Einen Kurzüberblick über das Spiel, wie es funktioniert und dann die komplette Solo-Episode zum ersten Geiselnehmer von Der Unterhändler. Erschienen bei Frosted Games 2018 und da wird noch einiges kommen. Unser Plan ist es, in den nächsten Wochen, spätestens im zweiwöchentlichen Turnus, eine neue Folge der Unterhändler zu bringen. Dabei werde ich mich einmal durch alle Geiselnehmer durchspielen. Natürlich werde ich die vorher ausgiebig üben, dass ich schon so ein bisschen weiß, worauf ich achten muss, worauf es hinlaufen kann. Aber die Varianz ist dann doch hoch genug, dass die mir wieder einen Strich durch die Rechnung macht oder vielleicht auch die Würfel einfach nicht so fallen, wie ich es gerne hätte. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle viel Spaß mit dem Solo-Let's Play zu Der Unterhändler. Habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen, dann schreibt sie in die Kommentare und lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann gibt es auch definitiv mehr Verhandlungen mit mir als Unterhändler, mit den Geiselnehmern von diesem tollen Spiel. Ein Spiel für genau einen Spieler und jetzt geht's los. Kommen wir jetzt zum Gameplay und zu einer ganz kurzen Regeleinführung zu Der Unterhändler. Wir haben zu Beginn des Spiels nur Karten im Wert 0 tatsächlich auf der Hand. Davon gibt es 3 verschiedene. Diese haben wir jeweils 2-mal zur Verfügung. Der Aufbau ist wie folgt, dass wir uns hier den Geiselnehmer nehmen und entsprechend den Gefahrenmarker, also das Gefahrenlevel, auf den hier abgedruckten Wert stellen und eine Fluchtforderung, eine Hauptforderung bereitlegen und die entsprechende Anzahl der hier abgedruckten Geiseln. In diesem Fall wären das bei Viktor Hades, der unser erster Geiselnehmer in dieser Solo-Let's Play-Serie ist, 7 Stück. Wir legen die Karten, die wir kaufen können, bereit. Wir bereiten den Eskalationsstapel vor und zwar mit einem Wendepunkt und 10 zufällig gezogenen Eskalationskarten vom Stapel. Wir haben zu Beginn ein Gefahrenlevel von 4, was bedeutet, wir haben 2 Würfel für unsere Würfelwürfe zur Verfügung und wir haben natürlich 0 Kommunikationspunkte. Diese Kommunikationspunkte geben wir im Laufe des Spiels aus, um hier Karten zu kaufen. Was ich damit sagen wollte, quasi erneut würfeln Karte, kostet uns 1 Kommunikationspunkt, die weiteren 3 verschiedenen hier schon 2, schicke ein kleines Team rein, 3 gewagte Lüge, leeres Versprechen jeweils 4, ich will nur reden, die kostet 5, Loszugriff 6, Scharfschützen jetzt schießen und alle Einheiten stürmen das Gebäude 7 bzw. 8. Es wird immer teurer, natürlich haben wir auch entsprechende Vorteile daraus. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten quasi zu
Ja, gewinnen oder verlieren. Gewinnen können wir nur, wenn wir die meisten, also mehr als die Hälfte der Geiseln retten und den Geiselnehmer entweder zum Aufgeben zwingen, das bedeutet hier das Gefahrenlevel unter Null senken, oder aber wenn wir ihn erschießen. Das Blöde ist bloß, sollten wir ihn erschießen, wenn noch Geiseln entsprechend in seiner Gewalt sind, dann kommt quasi der Second in Command, der Stellvertreter oder ja, der zweite Geiselnehmer, der dann plötzlich aus dem Nichts auftaucht, übernimmt und uns nochmal entsprechend ja, beschäftigt. Ihr seht, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel retten wir hier vier Geiseln, dann töten wir den Geiselnehmer. Und immer wenn diese Sprechblase durchgestrichen ist, dann endet quasi diese Verhandlungsphase. Am Ende der Verhandlungsphase, wenn wir Karten gekauft haben, kommt es zur Eskalation, dann wird hier eine Karte abgehandelt. Das kann passieren, dass der Geiselnehmer eine Geisel freilässt, dass er entsprechend vielleicht eine Geisel tötet sogar, dass wir einen Gefahrenwurf machen, Gefahrwurf machen müssen, um zu schauen, tötet er eine Geisel oder nicht. Das kann auch sein, dass eine neue Unterforderung kommt. Es kann aber auch sein, dass das Gefahrenlevel sich erhöht, wenn noch entsprechende Forderungen verdeckt sind. Und deswegen hat es sich eigentlich als relativ gut herausgestellt, dass ich zum Beispiel erstmal nach seinen Forderungen frage. Ich meine, so gehört sich das für einen guten Unterhändler. Wir fragen erstmal nach den Forderungen. Im Würfelwurf gibt es drei Möglichkeiten, wie es passieren könnte. Kein Erfolg, also total kein Erfolg, würde hier dazu führen, dass das Gefahrenlevel ansteigt. Das hier bedeutet, wir haben die Möglichkeit, zwei Karten abzuwerfen, um es zu einem Erfolg zu führen. Das hier wäre ein einfacher Erfolg und das wäre ein doppelter Erfolg. Das quasi schon erklärt. Es gibt die Möglichkeit, mit der zweiten Karte einfach nur das Gefahrenpotenzial zu senken, mit viel Glück sogar noch Konversationspunkte zu bekommen oder mit der dritten Karte einfach nur plaudern ein bisschen mit ihm, vielleicht nach seiner Familie fragen, nach seiner Vergangenheit, was ihn dazu gebracht hat. Denn wir wissen nur, was passiert ist, nicht wie es dazu kam. Und jetzt wollen wir eigentlich direkt auch beginnen. Der Anführer der berüchtigten Terrororganisation war kaum zu bändigen, als er feststellte, dass über die Hälfte seiner Leute bei einer Razzia von einem Sondereinsatzkommando festgenommen wurden. Er fasste einen Racheplan, mit dem er Waffen, Geld und die Freilassung seiner Männer sicherstellen möchte. Er dringt in ein Regierungsgebäude ein und nimmt sieben hochrangige Beamte als Geiseln. Er nimmt keine Rücksicht auf ihr Leben. Kannst du sie retten? Ja, der Viktor Hades ist quasi der Standard-Geiselnehmer. Er hat keine speziellen Regeln mit den anderen Geiselnehmern, kommen da noch Regeln rein. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr in den nächsten Wochen die weiteren Let's Plays quasi verfolgen werdet. Dann seht ihr auch, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Varianz auch. Und das ist, finde ich, auch das Schöne, dass man eben allein schon mit dem Grundspiel mit drei Geiselnehmern, mit verschiedenen Hauptforderungen und verschiedenen Fluchtforderungen in Kombination, verschiedenen Eskalationen, entsprechend immer einfach ein neues Spiel hat und die Varianz so doch sehr hoch ist. Und das macht mir persönlich viel Spaß. So, wir haben alles vorbereitet und fangen direkt an. Ich habe es ja schon eben in der Kurzeinleitung gesagt. Ich persönlich bin großer Fan von erstmal die Forderungen des Geiselnehmers zu erfahren. Und erfahrungsgemäß geht das normalerweise bei mir direkt schief. Wir decken mal die Hauptforderung auf. Wir können hier für 10 Millionen Euro möchte haben. Wir bezahlen also vier Kommunikations- oder Verhandlungspunkte in der Verhandlungsphase, um die Forderung zu erfüllen. Malus ist dauerhaft ein Würfel, der Vorteil wären zwei Geiseln entlassen. Und ich habe es ja schon angedeutet, am besten gar nicht erst irgendwelche Forderungen liegen lassen, wenn man die Chance hat. Okay, Glück gehabt. Den Bus möchte er als Fluchtforderung. Auch hier vier bezahlen, eine Geisel und beim nächsten Bedrohungswurf einen Würfel mehr. Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Wir haben den nötigen Dusel gerade und bekommen hier auch einigermaßen Informationen. Auch können wir das Gefahren, ja, Level herabsetzen. Probieren wir das Ganze nochmal und heben uns die Verhandlungspunkte, jetzt würfel ich hier schon daneben, der Würfel hier muss wieder rein. Ja, die Verhandlungspunkte könnten wir uns jetzt für die nächste Runde quasi aufsparen und das machen wir jetzt auch. Das heißt, am Ende dieser Runde kaufen wir für nichts, die Nuller legen wir hier seitlich hin und es kommt zur Eskalation. Ein großer Vorteil für uns ist, wir haben keine verdeckten Forderungen mehr. Das heißt, sollte eine entsprechende Eskalationskarte kommen,
dann haben wir wenigstens da ein bisschen Dusel. Wir retten sogar noch eine Geisel. Das fängt für meine Begriffe sehr gut an. Ich hoffe bloß, dass uns das nicht noch um die Ohren fliegt. Und wir kommen in Runde 2, Verhandlungsrunde Nummer 2. Wir möchten natürlich auch mal mit dem Geiselnehmer ein bisschen plaudern. Lass uns plaudern. Bringt uns wenigstens 2 Verhandlungspunkte ein. Das heißt, wir gehen mit mindestens 3 Verhandlungspunkte in die nächste Runde. Wir gehen sogar mit 4 hier in diese Kaufphase. Ich persönlich bin ja Fan davon, tatsächlich ihn ein bisschen zu beruhigen, zu sagen, komm, ganz ruhig bleiben. Und wir wollen da noch ein bisschen reden. Und an sich finde ich das gar nicht so verkehrt. Wir hätten natürlich auch eine gewagte Lüge. Aber das ist mir jetzt in diesem frühen Stadium doch ein bisschen zu riskant. Die Nuller bekommen wir auch wieder. Die tauschen wir jetzt aus. Das heißt, wir können jetzt hier ganz relaxed das Gefahrenlevel weiter herabsetzen. Jetzt aber erstmal. Und das ist genau das, was ich meinte. Bei der Eskalation, wenn wir jetzt verdeckte Forderungen hätten und dann hätten wir direkt ein plus 2 bekommen und das ist natürlich ziemlich heftig tatsächlich, wenn man da denkt, man wäre da jetzt in Sicherheit, möchte vielleicht sogar Geiseln befreien und plötzlich fliegt einem das um die Ohren. Wenn das 2 oder 3 Mal zufällig im Stapel drin ist, ich glaube 2 oder 3 Mal gibt es, also 2 Mal gibt es mindestens, ich glaube es könnte sogar 3 Mal sein, dann ist es ganz schön heftig. So. Wir sagen immer so einen kühlen Kopf bewahren und senken das Level wieder ein bisschen runter. Hier macht es keinen Sinn, 2 Karten abzuwerfen für einen Kommunikationspunkt. Das lohnt auf jeden Fall nicht. Und weil es gut funktioniert mit, hey, bewahren kühlen Kopf. Jetzt ist die Frage, minus 1, den haben wir ewig ausgegeben. Minus 1, wollen wir das Risiko jetzt eingehen oder gehen wir? Wir senken das. Ich lege die 2 hier jetzt einfach ab. Diesen Würfel einen Erfolg zu machen. Und das bedeutet, wir haben das Level wieder hier um 1 gesenkt. Dritter Würfel ist, finde ich, nicht unerheblich. Denn jetzt wollen wir natürlich die erste Geisel, oder die nächste Geisel eigentlich befreien. Wow, und das gelingt super. Mit 2 Erfolgen gehen wir auf 0, gehen einmal unter 0. Und jedes Mal, wenn wir unter 0 ditchen, befreien wir eine Geisel. Und das funktioniert so gut, wenn wir ihm erzählen, er soll ganz ruhig bleiben. Und es beruhigt ihn und wir senken ihn nochmal einen runter und wir befreien die nächste Geisel. Und wir haben jetzt natürlich keine Punkte zum irgendwas uns kaufen, außer hier unsere Nuller zurückzunehmen. Das heißt, dass wir ganz ruhig bleiben, das hat hervorragend funktioniert. So, kommen wir zur nächsten Eskalation. Ich habe es eben gesagt, ne? Also genau das ist natürlich das Risiko in diesem Spiel. Wären wir jetzt schon höher, hätten wir jetzt die Forderungen noch nicht offen, dann wäre uns das jetzt die letzten 2 Runden ziemlich zum Verhängnis geworden. Deswegen eigentlich tatsächlich die Karte fast das Wichtigste, erstmal nach den Forderungen zu fragen am Anfang, dass man die weiß. Ja, wir plaudern ein bisschen mit dem Geiselnehmer. Finde ich an sich nicht verkehrt. Oh, wir bekommen tatsächlich nur einen Punkt hier, weil ich kann keine 2 Karten ablegen. Die behalten wir. Die hier tauschen wir gegen die Nuller aus. Und wir dürfen uns für 1 kaufen. Und da die Punkte sowieso zurückgesetzt werden, wollen wir hier natürlich so eine Was-ich-damit-sagen-wollte-Karte. Ja, ihr seht, also es kann auch tatsächlich schief gehen und kein Erfolg, selbst mit 3 Würfeln. Die Zeit wird knapp, wirft die Hälfte abgerundet der übrigen roten Eskalationskarten ab auf den Ablagestapel oder wirft die nächsten 2 ab. Wir würden jetzt 3 verlieren, aber die wieder zurückmischen, das bringt uns genau keinen Vorteil. Das heißt, wir werfen hier tatsächlich jetzt 3 Stück ab. Das ist gut. Ich meine, wir haben eine gute Ausgangslage mit 3 befreiten Geiseln. Ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal her und versuchen, ihn noch ein bisschen zu überzeugen, dass er einen kühlen Kopf bewahren soll. Jawohl, wir sind wieder ganz unten. Jetzt hoffe ich bloß natürlich nicht, dass irgendwas passiert bei der Eskalation, dass wir unser Gefahrenlevel wieder zurücksetzen sollen auf den Anfang. Auch das senkt unser Gefahrenlevel und er lässt eine Geisel frei. Ist natürlich jetzt für uns ganz cool, weil wir jetzt in dieser Situation tatsächlich schon mehr als die Hälfte der Geiseln befreit haben. Das heißt, wir plaudern munter noch ein bisschen, nach dem Motto, ist aber nett, dass du dich so
kooperativ zeigst und Geiseln freilässt. Und die zwei, die würfel ich natürlich jetzt nicht, weil mir das Risiko viel zu groß ist. Die lege ich einfach so mit ab und bekomme dafür 2 Verhandlungspunkte. Ja, was wir uns damit holen können, ist auf jeden Fall die hier. Und dann haben wir 5. Mit 5 könnten wir jetzt natürlich eine gewagte Lüge versuchen, um die Geiseln frei zu bekommen. Könnten aber auch einfach ein kleines Team reinschicken. Das sind schon mal 3 Kosten. Und wir haben ja noch mal ein, was ich damit sagen wollte. Dann nehmen wir doch Vertrau mir. Das ist doch jetzt mal ein schöner Ansatz. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist eine Konstellation, die ich so tatsächlich in dieser Art und Weise noch nicht ausprobiert habe. Okay, das ist jetzt tatsächlich schon die 3. in dem Stapel. Also ihr seht, ohne die Fluchtforderungen aufzudecken, das kann ganz schön in die Hose gehen. Und deswegen wäre mir das Risiko viel zu groß gewesen. Wir wollen jetzt nicht mit ihm plaudern. Wir sagen ihm, er soll uns doch mal vertrauen. Und bis zum Ende der Verhandlungsphase würden wir, wenn es gelingt... Habe ich jetzt gesagt, wenn es gelingt? Oh, 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 oh. Die haben wir benutzt, wir bekommen einen Punkt, aber hier verlassen wir quasi die Komfortzone und müssen wieder einen Würfel abgeben. Das ist jetzt hart natürlich. Das heißt, die hier heben wir uns auf, wir spielen aber noch die Plauderkarte in der Hoffnung nochmal 2-3 Punkte zu bekommen. Nein, die spielen wir nicht. Wir gehen das Risiko ein hier. Es endet die Verhandlungsrunde und wir haben jetzt nochmal einen Punkt bekommen. Das ist natürlich nicht so toll. 2 haben wir. Wir müssen das Gefahrenlevel einfach wieder herabsetzen. Wir bekommen unsere Karten zurück. Achtung, Handkartenlimit ist 10. Mehr geht nicht. Eskalation. So viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Wir haben eine zusätzliche Forderung, eine Nebenforderung. Erfülle die Forderung Medienpräsenz, um den einmaligen Vorteil zu erhalten, nimm eine verfügbare Verhandlungskarte deiner Wahl kostenfrei auf die Hand. Allerdings der Nachteil plus 2. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir gucken, dass wir 4 Verhandlungspunkte bekommen. Die Geisel damit 2 frei bekommen, zwar 2 Würfel weniger. Wir könnten auch versuchen auf 8 zu kommen. Das ist natürlich jetzt ein gewisses Risiko. Mal kurz gucken, ob wir das irgendwie schaffen können. Wir gehen langsam vor. Erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Und das sagen wir ihm natürlich auch. Hey Junge, jetzt... das ist natürlich jetzt hervorragend. Junge, erstmal ganz cool bleiben. Also, wenn das jetzt natürlich so optimal läuft und der 3. Würfel dazu. Okay, immerhin ein Erfolg. Das heißt, wir sind wieder bei der 0. Wenn das jetzt so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann könnten wir jetzt in diesem Move alle Geiseln rausbekommen. Ich habe Würfel rausgeworfen, das mache ich natürlich super gern. Eine Geisel raus, sehr schön. Okay, welches Risiko gehen wir ein? Wir gehen dieses Risiko hier ein, würde ich sagen. Wir schicken das kleine Team rein. Im schlimmsten Fall haben wir ja noch eine, was ich damit sagen wollte, Karte. Eine Geisel und den Punkt um 1 hoch. Das ist natürlich die Frage. Ich könnte jetzt auch 2 Karten abwerfen, um einen Erfolg draus zu machen. Das machen wir jetzt in dem Fall. Ich werfe die 2 ab, ich kriege den zweiten Erfolg und kriege die Geisel raus. Und sind hier keine Geiseln mehr, mache das Folgende. Wenn eine Geisel befreit wird, der Geiselnehmer gibt auf und wird festgenommen. Du hast das Spiel gewonnen und getötet wird. Lege eine Eskalationskarte offen auf den Ablagestapel, ohne sie auszuführen. Das heißt, es macht das Spiel natürlich schnell. Und jetzt können wir natürlich das Ganze relaxed angehen. Wir haben einen Verhandlungspunkt. Das heißt, wir gehen hier drauf. Wobei, das machen wir nicht. Wir machen das anders. Wir gehen der Forderung nach die Medienpräsenz und wir nehmen eine Verhandlungskarte unserer Wahl auf die Hand. Das heißt, er muss jetzt nur nochmal aufgeben und das macht er in dem Moment, wo er Geiseln quasi rauslässt. Das ist mir eigentlich zu gefährlich. Wobei, das kriegen wir hin. Wir nehmen uns diese hier. Das geht 2 hoch. Und jetzt haben wir bloß 2 Würfel zur Verfügung, hab aber die Möglichkeit quasi entweder 2 Karten abzuwerfen oder, es wird natürlich heftig, 2 Karten abwerfen für einen Erfolg, damit lässt er die letzten
Geiseln, die er nicht mehr hat, frei und wir gewinnen das Spiel und zwar sogar noch vorab. Also es wäre jetzt nochmal eskaliert, okay, er hätte bloß Wasser gewollt und der Wendepunkt ist natürlich immer sowas, was einen nochmal richtig, richtig das Genick brechen kann. Wir haben ihn inhaftiert. Planänderung und bis Ende zum Spiel einen Würfel weniger, das kann ganz schön heftig sein, auch wenn man hier im grünen Bereich ist und wenn man hier tatsächlich drei Würfel hat, dann hat man wieder bloß zwei. Und dann möchte man vielleicht hier all in gehen und die letzten Geiseln rausholen und den Geiselnehmer töten und hat vielleicht die entsprechende Möglichkeit, aber dann gelingt es einem vielleicht doch nicht und der Geiselnehmer haut ab. Es kann ganz schön eng werden. Das war jetzt fast schon ein Optimalfall, wie es funktionieren kann. Wir haben es geschafft, letztendlich die Fluchtforderung und seine Hauptforderung recht früh aufzudecken. Wir hätten hier potenziell 6 Punkte hochgehen können. Und das hätten wir dann nicht mehr so schnell geschafft, beziehungsweise vielleicht gar nicht mehr geschafft. Das ist ganz schön heftig. Und man muss jetzt natürlich fairerweise sagen, es war ein bisschen Glück. Ich habe ja den Würfel jedes Mal, wenn er hier hinten raus ist, wieder reingeworfen. Das war einmal auch ein Misserfolg gewesen, der dann zu einem Erfolg wurde. Aber ich habe auch schon durchaus Partien erlebt, wo man dann eben infolge von Wendepunkte oder auch infolge von Eskalation halt dann einfach der Gelackmeierte ist, weil man eben keine Chance hat. Und hallo? Ja, am Apparat. Bitte was? Eine Hochschuldozentin. Aha, an der Uni. Dreh durch, hat Geiseln genommen. Alles klar, ich komme. Ihr seht ja, ich muss los. Wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen und tschüss.